2018 sehr deutliche Verluste. Zweieinhalb Wochen nach dem deutlichen Wahlerfolg der SPD bei der Landtagswahl hat sich die Partei für ein rot-rotes Bündnis entschieden. Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass Koalitionsverhandlungen mit der Linken aufgenommen werden. Wir haben uns in den Sondierungen auf Schwerpunkte verständigt. Dazu gehört das Thema starke Wirtschaft, gute Arbeit und gute Löhne. Wir sind uns einig, dass wir das industriepolitische Konzept der letzten Wahlperiode umsetzen wollen. Wir sind uns einig, dass wir die erneuerbaren Energien aus klimaneutralem Wasserstoff voranbringen wollen. Und wir sind uns einig, dass wir im Bund den Mindestlohn von 12 Euro unterstützen wollen. Gemeinsames Ziel ist auch die weitere Umsetzung der kostenfreien Kita. Ebenso soll ein Bildungspaket und ein landesweites Rufbussystem auf den Weg gebracht werden. Linken-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg sieht in der rot-roten Koalition eine große Chance für das Land. Wir erhoffen uns mehr Schwung für Mecklenburg-Vorpommern und dass natürlich die Frauen, die Männer, die Familien im Mittelpunkt stehen der Politik. Wir brauchen wirklich wirtschaftlich, sozial und ökologisch einen Aufbruch in Mecklenburg-Vorpommern und das wird wahrscheinlich mit SPD und Linken gelingen. 15 Jahre lang hatte die Landes-SPD gemeinsam mit der CDU regiert. Mit dem Bündniswechsel erhofft sich Schwesig vor allem einen verlässlichen Partner. Vermutlich spielte auch die unklare Situation im Ringen um die CDU-Neuaufstellung eine Rolle bei der Entscheidung. Die Christdemokraten reagierten mit großer Enttäuschung. Insgesamt gab es ein geteiltes Echo auf die Koalitionspläne. Unser Eindruck ist, dass die Linken billiger zu haben waren, sowohl inhaltlich als auch personell. Was das jetzt fürs Land bedeutet, wird man sehen. Die letzte rot-rote Landesregierung, die von 1998 bis 2006 im Amt war, hat ja keine so gute Bilanz hinterlassen. Von daher sehen wir die aktuelle Entwicklung schon mit Sorge. Gewundert hat es mich schon, dass es jetzt rot-rot geworden ist. Das ist tatsächlich nicht unbedingt ein Bündnis, was ich auf dem Schirm hatte, was die Zukunft des Landes beschreiben könnte. Und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt das, was junge Menschen gewählt haben in diesem Land. Ein Zukunftsbündnis hätte auch als Ampel bestehen können. Aber wie gesagt, der längere Weg war wahrscheinlich für die Ministerpräsidentin etwas zu lang. So hat sie sich für einen kurzen Weg entschieden. Jetzt müssen wir sehen, dass wir natürlich die Werte der sozialen Marktwirtschaft hochhalten, dass wir in der Opposition stark daran arbeiten, dass hier die Wirtschaft nicht überfordert wird im Land und vor allem, dass es jetzt auch so eine zukunftsfähige Politik gemacht wird, denn wir wollen ja in 5 Jahren weiter sein mit Digitalisierung, mit Bildung und so weiter. Und da sehe ich natürlich schon großen Bedarf an starker Oppositionsarbeit. Eine rot-rote Koalition hätte im Landtag 43 von insgesamt 79 Sitzen. Am Ende der Verhandlungen wird es auch um eine Neubesetzung von Ministerämtern gehen. Harry Glawe, Thorsten Renz und Kathi Hofmeister müssten ihre Ministerposten abgeben.